So. Ich will einmal hier meine Sachen anwenden. Das ist aber nicht wie bei FF4 das Buch. Nein! Nein, nein. Ich habe jetzt, weil ich mit Luna vor 2 Streams war das, glaube ich, habe ich halt so ein, ja, ich weiß gar nicht, so ein Nebenberuf oder was das ist, gemacht, womit ich halt meine Kostümsachen, die ich hier halt so habe, verwenden kann. Und das hier ist zum Beispiel eines davon. Das habe ich halt geschenkt gekriegt. Das ist also eine Projektion. Das sieht dann Cosplay, genau. Ich habe auch noch Cloud. Cloud habe ich auch noch als Kostüm. Die anderen zwei. Nee, doch, die anderen zwei Kostüme, die ich sonst noch habe, die sind leider vom anderen Char auf meinem privaten. Deswegen. Ja. Ist das nicht ganz so. Oh, Taschentuch. Und schon wieder am Furzen hier. Unglaublich. Ich hasse Allergien. Allergien sind scheiße. Dahin. So später noch Stunde noch da. Ja, natürlich. Natürlich, Nanaki. Ich streame selten weniger als 5 Stunden. 6. Fast 6 Stunden. Das kommt sehr selten vor. Aber schön, dass du auf dem Block zurück bist. Geht's auch langsam wieder. Dadurch, dass ich vorhin Magentropfen genommen habe. Deswegen geht's gerade. Jetzt hier unterhaltsam. Auch oh, schwer nervig das Spiel. Das glaube ich. Das glaube ich. So. Die meinige redet die deinigern. Es war klar, Daddel. Es war klar. Oh, warte, dann mache ich das nochmal schnell. Uiuiuiui. Ich will aber auch mal ganz kurz sich wieder zu bewegen. Jetzt nur beten, dass ich danach nicht aufs Klo muss. Hui. Hui. Sport zu später Stunde. Mich darf nur kein Sportprofi dabei sehen. Ich gebe alles. Oh, so schön. Ich hab. Oh Gott. Ich bin fett. Das war die Wasserflasche. Frühsport. Ja, Spätsport trifft es eher. Ey, aber ich bin heute schon. Na gut, für manche ist das vielleicht nicht viel, aber ich selber bin halt eigentlich nicht so viel unterwegs. Auch durch Corona. Hab heute erstmal
Oh, wie viele Kilometer waren's? Alter, lasst mich nicht lügen. Es waren gestern. Ich muss tatsächlich bei gestern gucken. 5 Kilometer, die ich mit dem Hund zurückgelegt habe. Ist für den einen oder anderen nicht viel. Das weiß ich. Für mich selber ist das echt die Welt. Ey, ich war fertig danach. Ich lag tatsächlich nur so völlig schweißgebadet auf meinem Bett und dachte, Alter, ich sterbe. Unglaublich. Aber dieser Hund hat auch so eine Energie. Und vor allem, da ja die meisten gestern halt frei hatten noch, da dachte ich mir dann auch so, Alter, du triffst alle 2 Meter, triffst du irgendjemanden. Und wir sind nicht vorangekommen. Und vor allem, wir haben halt einen Welpen. 5 Monate jetzt fast. Ich glaube, war da. Heute genau 5 Monate. Ja, also, das ist jetzt genau 5 Monate alt. Hat noch nie ein Pferd gesehen. Kam uns eine Pferdekutsche entgegen. Und sie fängt an, dieses Pferd anzuknurren. Und ich stehe da so daneben und dachte mir so, Scheiße, was ist, wenn das Pferd jetzt ausrastet, oder, ne? Ich weiß ja nicht, wie die jeweiligen Tiere darauf reagieren. Und das Ganze, das Pferd schnaubt und Cleo, unsere Welpin, rennt mit eingezogenem Schwanz hinter mich, kauert sich zwischen meine Beine zusammen und hat so eine Angst. Und sie wollte am liebsten, sie hat tatsächlich versucht, dann hochzuklettern am Rücken, weil als sie noch ganz, ganz klein war, da ging das noch, da konnte sie schön an einem hochkrabbeln. Das geht jetzt aber nicht mehr. Und sie wollte unbedingt auf dem Arm. Und ich stehe da nur so und denke, so scheiße, jetzt hat dieser Hund Angst. Und es hat Ewigkeiten gedauert, diesen Hund an diesem Pferd vorbeizukriegen. Ich kam mir schon richtig blöd vor. Ich hatte schon richtig Angst, dass sie ihr wehtut, wenn ich sie so ziehe. Aber sie ging halt kein Stück weiter und das Pferd war nicht besonders schnell. Es ist halt so schön gemächlich da lang gegangen. Das war doch so scheiße. Nee. Renn auf der Arbeit zwischen 15 bis 20. Oh Gott. Ich würde sterben. Ich würde echt sterben. 5 Kilometer sind für mich 10-mal zu meinem großen Edeka hin und zurück. Hier wären's, ich glaube, zu unserem Edeka sind es, glaube ich, 3 Kilometer. Also hin und zurück wären 6. Hieß das Pferd Plötze? Nein. Das Pferd hieß nicht Plötze. Beziehungsweise, ich weiß es nicht, ich habe nicht gefragt, aber ich glaube, es hieß nicht Plötze. Und ich glaube auch, dass es ein Hengst war und keine Stute. Gegrüßt die Laufen aus dem Sonnenwald. Bringst du Nachricht von der unsrigen Noraxia? Ja, sie ist tot. Wie? Die unsrige ist tot? Das schreckt die meinige zutiefst. Ah, du weißt nicht, wie sie ist. Ja, aber Plötze ist ja rein theoretisch. Kann auch männlich sein, ja, ich weiß. Aber ist eigentlich weiblich. Aber ich weiß nicht, wie sie ist, nein. Aber ich glaube nicht, dass es Plötze hieß. Ich habe Glück, ich habe einen Pennymarkt direkt vor der Haustür. Ja, das ist Glück. Also wir müssen tatsächlich, also zum Edeka dauert's. Das wären für mich 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück, tatsächlich, weil das am komplett anderen Ende des Dorfes liegt. Was ich in der Nähe oder was wir in der Nähe haben, ist Aldi und Rewe, glaube ich. Aber zu Aldi gehe ich eigentlich nicht, weil die haben da eh nie das, was ich haben möchte. Und bei Rewe sitzen immer so komische Leute vor. Da habe ich tatsächlich Angst reinzugehen. Also, ich weiß nicht, ich gehöre so zu den Menschen, wenn irgendwelche komischen Leute vor irgendeinem Laden sitzen, gehe ich da nicht rein. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich dann immer Schiss. Vor allem, die labern einen dann auch immer an und du denkst dir so, Scheiße, 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 Scheiße. Ich habe tatsächlich Angst vor anderen Menschen. Ich habe zum Laptop auch nur 5 Minuten zu Fuß. Ja, sei froh. Ich bin ja froh, dass frisches Einkaufen geht und nicht ich. Mir graut schon davor, wenn er wieder auf Geschäftsreise fährt und ich dann zwischendurch mal einkaufen müsste. Gott, da graut's mir vor. Wo es all die schönen Sachen gibt. Naja. Nee, wirklich nicht. Kumuxi, was ist passiert? Warum ist die Deinige so aufgewühlt? Oh, ihr ganzen Kohlköpfe, ey. Oh, ehrenwerte Ältigste.
Was führt den Abenteuerlustiger zu den unsrigen in den Silfen zur Flucht? Die Meinige möchte alles darüber erfahren. Die Laufende muss den unsrigen alles genau erzählen. Die Meinige, die Deinige, die unsrige. Die unsrige wurde also ermordet. Boraxia. Die Meinige war es, welche die unsrige zum Sonnenwind geschickt hat. Die Laufende der Morgenröte oder die Abenteuerlustige trifft keine Schuld. Ich finde diese leuchtende T-Shirt recht praktisch. Ja. Es führt uns zur Flucht. Ist der Helm mit in die Tarnkostüm. Oh Mann. Laufende, bitte erzähl mir, was die unsrige tapfer. Dann ist gut. Die unsrige hat ihr Schicksal erfüllt. Die unsrige werden ihr ein würdiges Begräbnis bereiten. Vielen Dank, Laufender. Unser Dank geht auch den Laufenden der Kirche. Die Abenteuerlustige richte ihnen unsere Grüße aus. Noraxia wurde von den Garstigen getötet. Das werden die unsrigen ihnen niemals verzeihen. Falls die Abenteuerlustige jemals gegen die Garstigen kämpfen wird, werden die unsrigen sie unterstützen. Die unsrigen werden den Mord an Noraxia nicht vergessen und nicht verzeihen. Das Ding ist creepy. Das sind die Silfen. Die sind doch nicht creepy. Was denkst du denn? Die sind doch nicht creepy. Die doch nicht. Gut, die Elfe ist hier knuffig. Ja. Die reden scheiße. Die reden echt scheiße. Ich mag die nicht. Achso. Ich wollte gerade sagen, muss ich da jetzt zur Beerdigung hin? Die Meinige hat keine Lust auf jeweiliges Teleportieren. Die Meinige möchte das nicht. Die Meinige möchte gerne ein Flugreittier haben. Die Meinige hat keine Lust mehr zu Fuß zu gehen. Okay, nicht so schlimm wie ein Archie, aber Angst. Ich habe vorhin einen Archie getroffen. Vorhin ist mir ein Archie über den Weg gelaufen, als ich Getränke geholt habe. Und nicht nur ein Archie ist mir über den Weg gelaufen, auch Mickey Mouse ist mir über den Weg gelaufen. Mickey Mouse sitzt direkt neben mir. Mickey Mouse arbeitet heute mit. Jeder kennt natürlich den Disney-Film Die Schöne und das Biest. Bei der Weihnachtsedition gab es eine entsprechende Orgel. Das ist gruselig. Echt? Gab's das? Ich kenne die Weihnachtsedition tatsächlich nicht. Tatsächlich von allen Disney-Filmen, neben König der Löwen, ist Die Schöne und das Biest somit mein Lieblingsfilm. Eigentlich sind alle cool, aber, ne? Ist einer so meiner Lieblingsfilme. Und ich kenne tatsächlich die Weihnachtsedition. Mickey Mouse ist heute Stargast im Stream. Ey, schlimm wäre es gewesen, wenn Mickey Mouse hier rübergelaufen wäre. Weißt du, ich sitze hier so ganz friedlich bei Witcher, denke mir nur so, was ist das denn für ein Rascheln? Und dann sehe ich nur, wie die Maus direkt neben mir in meinen Weinkeller verschwindet. Also, was heißt Weinkeller? Das ist ein provisorischer Weinkeller mit Wasserpumpe für draußen und alles. Und dann verschwindet die durch ein kleines Loch, wo sie sich vorher schon durchgefressen hat. Und ich denke mir so, scheiße, ich habe hier schon wieder eine Maus drin. Weißt du, die eine haben wir gerade erst halbtot gefunden. Die war in den Teppichen drin, die wir rausgeräumt haben. Jetzt ist hier schon wieder so ein Viech drin. Quick lebendig. Ich habe keinen Bock auf Mäuse. Vor allem, ich wundere mich noch. Ich habe hier keine Kothaufen gesehen, gar nichts. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Ding hier reinkam. Aber nein, Mickey Maus hockt jetzt in meinem Weinkeller und ich kann meinen Weinkeller nicht mehr öffnen, weil ich Angst habe, dass Mickey Maus mir entgegenspringt. Weißt du, ständig habe ich Besuch von Mickey oder von Archie. Will ich nicht. Nein. Veto. Dann sollen sie Eintritt zahlen. Seit meiner Kindheit habe ich eine scheiß Angst vor diesem Ding. Echt? Sie säuft jetzt den ganzen Wein aus. Das kann sie ruhig machen. Der Wein, der da drin ist, der liegt da schon seit einigen Jahren. Der ist noch von den Großeltern, von Frisches. Der Wein ist nicht mehr gut, der ist schon essig. Hallo Thomas, schön, dass du reinschaust. Vom 300 Daria Rage oder was? Ja, ich habe mich ein bisschen sehr in Rage geredet in
weil Mickey Mouse mich gerade besucht, also vor ein paar Stunden Mickey Mouse mich besucht hat. Und Mickey Mouse jetzt im Nebenraum sitzt. Jedes Mal, wenn ich das zu Weihnachten sehen muss, läuft es mir erst den Rücken runter. Oh, scheiße. ja, Frischmaß meins esse ich. Vielleicht jedes Zeug nächstes Mal nehme ich eine Flasche mit für das Zeug zum Kochen. Kannst du gern machen. Aber wie gesagt, Wein wird tatsächlich, wenn er schlecht wird, wird er tatsächlich zu Essig. Wir hatten aber übersehen, dass halt ein Wein schlecht geworden ist, weil der halt genauso aussah wie ein normal frischer Wein. Aber ich habe dann halt nur probiert und es war wirklich der ekelhafte Essiggeschmack und ich dachte so, boah, Alter, nee. Nee. Also gut, es schadet einem nicht. Du kannst es, wie gesagt, zum Kochen noch verwenden, aber... Harter Tobak. Echt harter Tobak. Ich saß dann auch erstmal, also, auf dem Klo und hatte ein bisschen Dünnpfiff. Ich weiß, das interessiert keiner, aber es war so. Ich nehme auch alle Polen mit. Du, tu dir keinen Zwang, als dann ist der Keller leer und dann können meine frischen Flaschen da rein. Ich trinke nie Wein, hab damit nichts am Hut. Wenn das trinke ich mir gemütlich in das... Oh, Despi! Desperados ist geil. Oh. Ich liebe Desperados. Aber Wein ist auch toll. Frisches hat mich auf Wein gebracht. Früher mochte ich keinen. Da ich habe immer gesagt, so, bäh, nee, Wein ist eklig. Ja, jetzt trinke ich fast nichts anderes mehr als Wein. Also, wenn ich Alkohol trinke, meine ich damit. Nicht täglich. Das klingt schon wieder so. Das steht gerade. Nanaki, das ist scheiße. Ich will auch. Lass mal was rüberwachsen. Ich bezahle dich für. Oder schick's per Post. Schick eine Flasche per Post. Sie trinkt fast nichts außer Wein, deswegen so oft die Pausen im Stream. Na, so oft sind sie gar nicht. Doch heute. Heute sind sie tatsächlich oft, aber heute habe ich auch so ein bisschen Magen-Darm. Aber seit ich die Tropfen genommen habe, geht's. Also ich bin jetzt tatsächlich seit 2 Stunden ohne Pause. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Ich schicke es per Luftexpress. Sehr geil. Danke für deine Hilfe. Damit sind alle Opfer des heimtückischen Überfalls ordentlich bestattet. Ich freue mich, dass sie Silfen unter ihresgleichen in Frieden ruhen kann. Nun können wir nichts weiter für sie tun, als für ihr Seelenheil zu beten. Ruhe dich erstmal aus und erhole dich von den Strapazen. Du hast vorläufig genug für den Bund der Morgenröte getan. Das ist ja ganz schön. Nehmen wir das hier. Von den leichten Glanzweinen ist mir Cognac immer noch am liebsten. Cognac mag ich überhaupt nicht. Cognac mag ich überhaupt nicht. Ja, ich meins. Der Wolf. Big Bad Wolf. Auf ein Wort, ich möchte dich um deinen Rat bitten. In letzter Zeit wäre ich das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber mir ist ganz und gar nicht wohl dabei. Als ich vorhin draußen bei den Gräbern war, die arme Katze, die liegt schon wieder auf der Seite. Hier einen Schatten zu sehen, das könnte mein Beobachter gewesen sein. Kannst du draußen nachsehen, ob dir etwas Ungewöhnliches auffällt? Kann ich machen, ja. Mir tut mein Arm immer noch so wie, ich könnte kotzen. Oh, scheiße. Mir tun tatsächlich noch die Beine weh von vorhin und von gestern. Gestern sind wir tatsächlich noch weiter gelatscht als heute. Am Donnerstag meine erste Impfung gegen Corona bekommen. Ui. Ja gut, aber so eine Spritze, also ne, der Arm kann danach echt noch lange wehtun. Ich hatte das zuletzt bei der Zeckenimpfung vor 7 Jahren. Ich glaube vor 7 oder vor 8 Jahren. Wo ich das vorletzte, also ne, wo ich eine Auffrischung hatte gegen Zecken. Da hatte ich das auch. Allerdings war die Ärztin tatsächlich zu blöd, mir die Spritze da rein zu pfeffern. Da dachte ich auch noch so, jo. Hätte ich auch selber machen können. Wäre genau das gleiche passiert. So, Schmerzen bis sonst wohin. Arme wieder richtig bewegen können, noch sonstiges. Ich war begeistert. Beds are your streamer, your wallets are plenty.
Mein letzter Impfung vor Corona war im Jahr 2000. Oh Gott, 2005. Ich muss mir gerade überlegen. 2005 war ich in der zweiten Klasse, kam in die dritte Klasse. Gott, war ich da jung, ey. Stimmt, ja, stimmt. Da war ich noch in der zweiten Klasse und kam in die fünfte, genau, kam in die dritte Klasse. Scheiße. Ey, ich bin so ein junges Küken, ey. Unglaublich. Ja, das habe ich gesungen. Du kannst gar nicht singen. Kommt in den nächsten Tagen raus. Freue mich schon. Das glaube ich, das glaube ich. Hast du ja auch viel schon von erzählt. Ich glaube, 2005 war ich noch in Österreich. Ja, 2005 war ich auch einmal in Österreich. Da hatte ich meinen zweiten Bayernurlaub. Glaube ich. Zweiten oder doch zweiten Urlaub. 2004 sind wir das erste Mal nach Bayern gefahren. Oh, Scheiße. Ich bin jetzt... Kaya, du bist nicht jung. Du wärst es gerne, das weiß ich, aber... Das bist du nicht. Bild dir das nicht ein. Das macht es nicht besser. Du musst dich damit abfinden, dass du... scheiße alt bist. Also, ne? Das ist eine coole Socke, aber... Scheiße alt. Geht nicht, geht nicht. Geht nicht. Zumindest, ich weiß gar nicht. Im Chat mag es vielleicht gehen, aber du kannst mich im Stream bestimmt schalten. Kann jetzt, Junge, du bist dagegen ein Hosenscheißer. Ja, ein Hosenscheißer bin ich definitiv. Wie gesagt, ich bin blutjung. In der Familie von Frischus werde ich auch nur noch als Küken bezeichnet, weil. Weil es alle so steinalt und ich dann so, ja, ich habe noch nicht mal die 30 erreicht. Ja. Wenn ich tatsächlich in den Club gehe oder wenn ich Alkohol kaufen will, muss ich noch meinen Perso zeigen. Weil alle denken, ich bin 16. Ja, geil. Es denken tatsächlich alle, dass ich 15, 16 bin. Jedes Mal, wenn ich Bier kaufen gehen will, dann so, ja, bitte Perso. Und ich stehe nur und sage, was? Bitte? So, reicht dann die Person und dann so, sie sind niemals 24. Doch, ich bin 24. Schön. Bin zufrieden. Ich würde gerne älter geschätzt werden, das wäre so schön für mich. Aber ich weiß, wenn ich dann 35, 40 bin, möchte ich wieder jünger geschätzt werden. Ich weiß genau, dass es dann so rum wird. Die 30 rückt jede Sekunde näher. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt kein Problem damit, älter zu werden. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. So, ich sehe so viele Mädels, die dann sagen, oh Gott, wenn ich 30 bin, dann ist mein Leben vorbei. Oh, nee, eigentlich nicht, nee. Ich freue mich tatsächlich schon drauf, wenn ich 30 bin. Ich habe da null Probleme mit. Dieses Jahr bekomme ich meine 3 am Anfang. Echt? Ab 30 zählst du zu den normalen Menschen. Die normalen Menschen sind dann ja schon fast 40, wenn ich 30 werde. Man ist jung, wie man sich fühlt. Das stimmt. Das stimmt. Also tatsächlich, ich fühle mich noch nicht, als wäre ich über 20. Teilweise fühle ich mich echt noch, als wäre ich so Teenager. Ich verhalte mich auch manchmal auch so. Also... Natürlich, es kommt darauf an, welche Situation gerade stattfindet, aber größtenteils, ich fühle mich nicht, als wäre ich 24. Wenn es danach geht, bin ich körperlich gerade tot und im Kopf noch ein Kleinkind. Der ist gut. Kaya, du bist keine 29. Nein. Veto. Einfach nur nein. Spann mich nicht so auf die Folter. Was ist passiert? Ich habe im Kampfeslärm gehört, bist du verletzt? Nö, bin ich nicht. Was wollte der Angreifer hier? Hat er mich beobachtet?
Wie noch jünger? Kaya, du bist älter. Du musst dich damit abfinden. Kaya ist 29, auf optische 16. Ich habe Kaya gerade erst gesehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich habe Kaya echt lieb, aber. Es ist so eine laufende Gesichtscreme. Oh Gott, ich glaube, ich werde das nächste Mal gehauen, wenn wir uns sehen. Dann frag mich gelegentlich auch noch raus, was, wenn ich Bier holen will. Echt? Bin ich wenigstens nicht die Einzige. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich echt schon so richtig seltsam, weißt du? Mit 24 gehst in den Club, darfst du nicht mehr in den Club rein und dann so, ja, ne? Könnten Sie mir bitte Ihren Perso zeigen und du stehst da nur und denkst so, hallo? So, oder du willst halt wirklich einfach nur Bier kaufen gehen, was du ja mit 16 schon darfst. Und dann, darf ich Ihren Perso sehen? Ja, ich habe tatsächlich meine Kassiererin gefragt und meinte so, für wie alt schätzen Sie mich denn? Ja, so für 14, 15. Ich so, och ja, danke. Da war ich 22. Dachte ich auch noch so, jo, schön. Also, eigentlich sehe ich nicht so jung aus. Also, ich sehe jetzt auch nicht alt aus, aber ich sehe jetzt auch nicht aus, als wäre ich 14, 15. Ja, das ist so schwierig, nicht so richtig an mein Angesicht. Boah, ne, ey, komm. Boah, das ist wieder nicht. Das kann ja, ey, das kannst du mir nicht antun. Wir laden dich einfach nicht mehr ein, dann passt das. Ich hab dich trotzdem lieb. doch was könnt ihr von einem Mann ohne Erinnerung wollen? Er müsste etwas mit meiner Vergangenheit zu tun haben. Ein beunruhigender Gedanke. Vater Eliud muss umgehend von dem Vorfall erfahren. Bitte erzähl ihm genau, was passiert ist. Ja. Ich verstehe, das ist tatsächlich beunruhigend. Wir werden vorsichtig sein und nach Fremden Ausschau halten. Hast du Hinweise auf die Herkunft des Angreifers? Ja, hier ist das Kutschwert. Klar, hast du mich lieb, wenn ich. Boah, Alter! Alter! Mein kleiner C hat dich nicht lieb. Es war also ein Scherge des Galaischen Kaiserreichs. Hust. Huste. Hat der Marquess beobachtet, welches Interesse könnten die Galeer an ihm haben? Es wird besser sein, wenn wir vorsorglich die Legion der Unsterblichen darüber in Kenntnis setzen, was hier vorgefallen ist. Puh, ja, wenn es sein muss. Ich liebe Selbstironie. Ja, Selbstironie ist schön. Das macht Spaß. Ach, nee. Hallöchen, Schmiege Fritz. Was für ein Glück, dass ich euch beide hier finde. Es tut mir leid, dass ich eure Ruhe stören muss, aber ihr könnt euch nicht länger vor dem Kaiserreich verstecken. Eor Sea braucht euch. Wir müssen zusammenhalten. Jetzt zieh doch mal den Sidanfummel aus. Ja, aber der Sidanfummel sieht besser aus als meine Rüstung, die ich momentan trage. Außerdem kann ich den nicht ausziehen, weil der auf der Ausrüstung drauf ist. Ich müsste also erstmal wieder ins Gästezimmer gehen, müsste die Projektion abnehmen. Oder müsste, na gut, nee, da ich keine neue Ausrüstung bekommen habe, geht das nicht. Nein, der Cloud-Fummel sieht schrecklich aus. Der Cloud-Fummel sieht echt schrecklich aus. Nee. Mm-mm. Den Cloud-Fummel ziehe ich nicht an. Vergiss es. Da weigere ich mich. Da weigere ich mich. Ich war froh, dass ich endlich Sidan hatte. Echt so mies. Also, an meinem Charakter tatsächlich sieht das richtig kacke aus. Ich finde, das sieht richtig mega scheiße aus. Ich habe einen Charakter, da sieht das richtig gut aus. Aber das ist halt kein Katzenviech. Es sieht echt nicht gut aus. Also, das muss wirklich stimmig sein. Zu einem Menschen oder zu einem etwas hochgewachseneren, einer hochgewachseneren Rasse, da sieht das gut aus. Da kann man das machen. Aber ich finde, zu dem Katzenvieh hier, ist einmal zu klein, das heißt, dieses Cloud-Outfit wirkt noch nicht mehr richtig. Du siehst halt einfach nur so aus wie so ein kleiner Gartenzwerg, der versucht, cool zu sein.
Und das sage ich selber über meinen eigenen Charakter. Also über, ne, über das Viech da. Sid Garland. Ich habe schon viel von dir gehört. Deine legendären Fähigkeiten als Techniker sind für uns unverzichtbar. Outfit Bauchfrei. Nee, danke. Wenn es mal Bauchfrei wäre. Dieser Mann erholt sich hier von dem Seelenschmerz, den er bei der Schlacht von Cartenau erlitten hat. Aber ich habe doch gesagt, dass es Cloud. Cloud. Bitte, Sid. Senkt eure Stimme. Eorzea braucht dich. Die Zeit der Ruhe ist vorbei. Wie hat er uns überhaupt gefunden? Ja, das ist alles gut bei dir. Ja, wir haben gerade nur so viel über Cloud geredet, deswegen. Nein. Sid ist also dein Name. Die Sachen gehören dir. Du hattest sie bei dir. Wie bei so einem kleinen Kind, was er nicht erfährt, wer ist. Ich wusste immer, dass du jemand Besonderes bist. Warum ein alter Opa redet zu einem alten Opa? In der kurzen Zeit, die du hier verbracht hast, warst du wie ein Sohn für mich. Dieses Glück kann mir niemand nehmen. Opa trifft's eher. Nun, kehre zurück in die Welt, mein Sohn. Seniorenclub, ja, aber wirklich. Der Rentnerclub eröffnet demnächst. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Alphinur Levelier. Überhaupt kein Zungenbrecher. In Gedenken an meinen Großvater kämpfe ich zusammen mit dem Bund der Morgenröte gegen die Primae und die Galea. Von dem Angriff auf den Bund habe ich schon gehört. Ganz Ulda spricht davon. Sobald es geht. Aber die Lage ist schlimmer als gedacht, weil die Stadtstaaten viel zu lange damit beschäftigt waren, ihre Wunden zu lecken. Der Bund der Morgenröte war die einzige Bastion gegen die Primae. Diese Bastion ist gefallen. Die Anführer des Bundes sind in der Hand der Galea. Nun ist niemand da, um die Götzen der wilden Stämme in Schach zu halten. Doch wir. Und ausgerechnet jetzt haben die Ixal Garuda beschworen. Och nö, Garuda ist der Nächste. Die mit Garuda habe ich immer schlechte Erfahrung, allgemein. Die wildeste und aggressivste. Ja, ich weiß. In ihrer Grausamkeit übertrifft sie sogar Ifrit und Titan. Wodurch sie eine herausragende Stellung einnimmt. Ja. Wenn wir Garuda besiegen, müssen wir keinen der Primae mehr fürchten. Sie werden ihre Aura der Allmacht verlieren. Ich habe mir total verschrieben, wollte Luftschleuse schreiben. Da Luftschleuse geschehen. Herrlich. Scheiße. Schön, wirklich schön. Eieiei. Allerdings wird Garudas Altar von einer undurchdringlichen Sturmwand geschützt. Voll peinlich. Extra nur für dich, damit du weißt, dass es nicht peinlich ist. Um da reinzukommen, brauchen wir ein Luftschiff. Peinlich ist ein sehr dehnbarer Begriff. Luftschiff, oh ja. Sid. Ich muss das unbedingt einstellen, dass mehr Emotes fliegen, wenn man die Reihe macht.
Weiß nicht, warum er das nicht macht. Das ist der Grund, weswegen ich immer so viel von mir selber da reinschreibe. Aber so viel. Das bedeutet noch mehr Arbeit, um das herauszufinden. Ich will, dass mehr Emotes fliegen. Ein Luftschiff. Wenn man Emotes spammt. Weil sonst wird auch der Hype-Train nicht ausgelöst. Wenn das nicht funktioniert. Ich will doch mal einen Hype-Train haben irgendwann. Ja, Sid. Die Enterprise. Monster kill. Wow, zwei Emotes fliegen. Wobei, ich glaube, der eine ist doch nicht eingefroren. Ich dachte eben. Nimm die Highwind, das beste Luftschiff im ganzen FF-Universum. Schon die Highwind. Kurz vor der Katastrophe ist sie von Gridania aus gestartet und dann verschollen. Ich kann dem auch nur zustimmen. Die Highwind wird ja auch das Floß in Kingdom Hearts genannt. Oh. Nur noch Sid sein Nachname. Stimmt. Wartet kurz. Stimmt, nächste Woche kommt ja wieder FF3. Also spielen wir ja wieder FF3. Habe ich mal erwähnt, dass ich froh bin, wenn wir FF3 durch haben? FF3 durch haben. Bananen! Bananen fliegen! Der Kampf gegen die Primae währt schon viel zu lange. Es wird Zeit, dass Eorzea ihnen endlich die Zähne zeigt. Meine Zähne wollt ihr nicht sehen. Ich hätte gern die Weinflasche, die da hinten steht. Sie brauchen mein Luftschiff. Sie brauchen mich. Wieso hat er eben so flüssig reden können, als keine Synchronsprache da war, sondern als wir vorlesen mussten? Und jetzt kann das plötzlich nicht mehr. Jesus, Vater. Ich hab Bock auf Wein. Nein, brauche ich nicht, aber. Ich wüsste nicht, dass sie in den Film schon auftaucht. Gut, den Film muss ich auch mal wieder gucken. Oh, wir sind erst bei Stufe 36. Ich will doch endlich fliegen. Lasst mich fliegen. Ich trinke mein Desperados auf dich. Aber da habe ich leider nicht viel von, aber danke. So. Weniger meckern, mehr Story. Ja, ich weiß. Wir beeilen uns doch schon. Das Problem war, dass ich halt eher auf die eine Gilden- oder auf die Weitläufer- und Badengilden-Quest da aufgegangen bin dann irgendwann. Und nicht mehr die Hauptstory. Ich kann es immer noch so gar nicht fassen, dass unser Marquess der berühmte Sid Garland sein soll. Aber es muss wohl so sein. Und nun willst du nach seinem Luftschiff der Enterprise suchen. Ich habe gehört, dass die Enterprise vor der 7. Katastrophe von Gridania aus nach Norden geflogen sein soll. Aber ich habe keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Am Herbstkürbissee im Nordwald befindet sich ein Wachposten der Bruderschaft der Morgenlieber. Vielleicht weiß man dort etwas über den Verbleib des Luftschiffs. Ich unterstütze die Sache des Bundes der Morgenröte und wünsche dir von ganzem Herzen Erfolg bei deiner Suche. Davon könnte viel abhängen. Mit dem Festival nichts zu tun. Brauchst du ein Taxi ausnahmsweise? Ja, zwischendurch bestimmt, ja. Je nachdem, wo ich immer hin muss. Jetzt gerade tatsächlich noch nicht, weil das hier direkt in der Nähe ist. Aber ich kann dir zwischendurch gerne Bescheid sagen, wenn ich meine längere Wege habe. Wobei ich gleich einmal eine ganz kurze Pinkelpause mache. Also ich bin gleich einmal ganz kurz für fünf Minütchen weg.
5 Minütchen und vielleicht... Ich weiß nicht, soll ich, ich weiß nicht, soll ich meinen letzten Wein öffnen oder lasse ich es oder... Soll ich so... Flasche leer, wo ich eben nachschauen. Ja, ich bin auch am überlegen, also gut, ob ich jetzt vielleicht doch meinen Wein hole. Weil mein Energy ist leer. Aber ich bin mir unsicher. Ich habe Angst, dass Fusch kein neues holt. So, ich bin einmal ganz kurz in der Puse und bin gleich fast sofort wieder zurück. Gleich.